Kapitel 18. Sonne und Mond. Der Vollmond erstrahlte hoch am Himmel, als wir endlich mühsam die Spitze des Heiligen Berges erreichten. Hier oben wirkte der Mond so riesig, dass man meinte, er würde den ganzen Himmel bedecken. Der Aufstieg war trotz des freien Weges kein leichtes gewesen, vor allem jedoch für mich. Meine Verletzung hinderte mich immer noch daran, mich effektiv zu bewegen. Ich brauch kurz Ruhe. Rondo im Gegensatz hierzu wirkte unermüdlich. Sobald wir hier fertig sind, wirst du wahrlich Ewigkeit zum Ruhen haben, Rubin. Es ist soweit. Im Zentrum der Bergspitze befand sich nichts. Wir alle hatten zumindest einen Spross des legendären Baumes erwartet, doch nichts dergleichen war hier. Folgt meinen Anweisungen und wir lassen gemeinsam den Baum wachsen. Wie eine Art Rezept trug Rondo die nächsten Schritte vor, wobei wir alle seinen Anweisungen schlicht folgten. Ebne den Grund, Erra, sodass der Baum wachsen kann. Schatten, füge die Dunkelheit in die Öffnung im Boden, auf dass es die Nahrung des Sprosses sein möge. Jason, pflanze den Samen, der alles verändern wird. Win, gieße den Sprössling, auf dass er gedeihen möge. Sofort, als er in den Kontakt mit Wasser kam, schien der Setzling zu wachsen. Nun haben wir einen gesunden, doch leider normalen Baum. Er muss dem standhalten, was die Elemente bieten. Rubin, Phönix, Feuer und Blitz sollen den Baum stählen, gegen alles, was die Natur bieten kann. Mira, Nilon, löscht das Feuer durch eure kühlenden Kräfte. Alles war vollbracht. Jedes Element wurde genutzt bei der Geburt dieses mächtigen Baumes. Und zwar wirkte er inzwischen vollkommen ausgewachsen, doch Macht schien nicht von ihm auszugehen. Und nun zum letzten Streich, Rubin. Du hast diese Gruppe geführt, durch gute und schlechte Zeiten. Du hast mehr erlebt als alle anderen. Was dem Baum fehlt, zur heiligen Vollkommenheit, ist der Geist der Lebewesen. Fokussiere dich auf all die Dinge, die du erlebt hast, auf die Dinge, die du gesehen und gespürt hast, und bündle all diese Gedanken, egal ob gut oder ob schlecht, in diesem Baum. Ehrlich gesagt verstand ich nicht so ganz, was Rondo wirklich wollte, doch trotzdem versuchte ich mein Bestes. All die Ereignisse, die Freude, die Trauer, die Angst. Ich erinnerte mich an alles und versuchte, alles für mich abzuschließen. An diesem Ort, mit diesem Baum, würde die Reise enden, die zwar nur Wochen dauerte, doch sich anfühlte wie Jahre. Und als würde ein Regenbogen geboren werden, begannen all die Blätter des monumentalen Gewächses in verschiedensten Farben zu leuchten. Ein Strahl aus orangenem Licht stieg von der Spitze des Baumes empor, mitten in den Himmel. Das ist es! Die Macht des Sonnengottes, Dornamut. Ich ließ dich hinter mir, vor so vielen Jahren. Heute schuldest du es dieser Welt, wiederzukehren und die Fehler wieder gut zu machen, die du einst begingest. Es wird Zeit, dass Rondo wieder verschwindet, dahin zurückkehrt, woher er stammt. Doch das Wissen eines anderen Lebens für die Ewigkeit behält. Vollkommen ohne Warnung schwebte auf einmal der Schmetterling, welcher dieser Reise erst begonnen hatte, mitten in das Licht, welches von dem Baum ausging. Im Inneren des Strahles schien sich etwas zu vollziehen. Es wirkte wie ein Kokor, welcher sich um Rondo bildete. Eine Art Metamorphose, obwohl er bereits ein Schmetterling war. Eine Verwandlung,
in ein anderes Wesen. Ein Wesen mit Macht, die selbst die des finsteren Gottes Rondo bei weitem überstieg. Und nach etwa einer Minute entschwand das Licht. Dort, wo soeben noch ein riesiger Kokor geschwebt war, schwebte nun ein Wesen. Wie ein weißes Pferd, edel und groß. Doch an seiner Stirn hatte es ein Horn. Es war so, wie Rondo ihn beschrieben hatte. Doronamut, der höchste aller Götter, war wieder auf dieser Welt. Rondo, was? Erkläre uns, was geschehen ist. Die Stimme des mächtigen Gottes hallte durch den Raum. Es fühlte sich an, als würde sie die gesamte Welt erfüllen. Ich habe euch alle getäuscht. Vergebt mir für dies. Ich vermag euch nun darzubieten, was einst geschah. Ich, Doronamut, der Gott der Sonne, blickte hinab auf diese Welt, über die ich zu wachen vermochte. Ich erblickte Schmerz und Trauer, Leid in der gesamten Welt. Und doch vermochte ich nicht, die Wahrheit zu sehen. Sie sind alle gute Wesen. Bald werden sie sehen, welches Unrecht ihre Taten sind. Und Harmonie wird herrschen. Das ist es, was ich mir sagte. Doch als die Zeit schwand, die Generationen veränderten, blickte ich hinab. Und ich erblickte dasselbe Chaos. Und ich erkannte die Folgen meiner Taten. Ich erblickte nun eine Dunkelheit, welche ich blind war zu vernehmen, und traf die Entscheidung, die wahre Göttlichkeit zurückzulassen und auf diese Welt zu reisen. Mit der Göttlichkeit hinterließ ich Doronamut, die Quelle allen Übels. Die ewige Sonne, welche ich sah, war nicht mehr mein. Ich widmete mich Hass und Dunkelheit. Als Herr des Mondes, als mein eigenes Gegenstück, als Rondo Amut. Einen Krieg führte ich gegen die Spezies der Menschen. Was nun im Krieg geschah, ist kein Geheimnis für die Wesen dieser Welt. Ich erkannte die Wahrheit und kehrte nun wieder, dank die Hilfe euer aller. Und nun habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht lautet, dass der Tag angebrochen ist. Die Sonne wird leben, so wie vor dem Sturz der Harmonie. Das Licht wird scheinen, wenn all die Fehler vergehen. Geschichte wird sich ändern. Die Welt nie sein, wie sie einst war. Im Verlauf all unserer Reisen war Rondo selber also der Sonnengott gewesen, wessen Macht die Harmonie zu bringen vermochte. Und wir hatten ihn gut genug kennengelernt, um seine Aussage deuten zu können. Und eine schlechte Nachricht gibt es nicht. Wir haben es geschafft, Leute. Doch, nicht immer kennt man jemanden wahrlich so gut, wie man glaubt. Dies ist nicht korrekt, Vin. Heute, wahrlich, gibt es eine schlechte Nachricht. Nicht für einen, doch für viele. Alle ihr, die hier versammelt sind. Und noch so, so viele mehr. Ich trat einst hinab in diese Welt, um anzuzetteln den Krieg gegen die Menschen. Sie waren alles, was den Frieden verhinderte. All die anderen Spezies waren reinherzig, nicht in der Lage zu niederen Taten. So glaubte ich. Ich traf Rubin und Jason,
Und ich begann zu überlegen, waren Mensch und die anderen Spezies so unterschiedlich? Waren sie nicht doch alle gleich? Und vieles geschah auf dieser Reise. Viele Begegnungen durfte ich erleben. Und all dies führte nun zu meinem Entschluss. Ob Mensch, ob Wolf, ob Pferd, all diese Wesen sind identisch. Nicht die Menschen waren schuld am Krieg. Sie wurden bloß der gemeinsame Feind aller anderen Spezies. Doch Harmonie, wahre Harmonie, ja, so lehrtet ihr alle mich auf dieser Reise. Es ist nichts, wozu sterbliche Wesen wahrlich in der Lage sind. Solange es Leben gibt, wird die Sonne leiden. Eure Willen sind schwach, gebeugt von Instinkt. Und deswegen entschied ich mich schon vor längerer Zeit, dass ich nie wieder den Mensch als Feind sehen dürfte. Nicht alleine. Alle Lebewesen sind es, was der Harmonie im Wege steht. Meine Fehler muss ich nun beheben. All das Leben von der Oberfläche dieses Planeten muss schwinden, damit dieser Ort eine zweite Chance erhalten kann. Niemand darf überleben. Und ihr alle, ihr werdet die Ersten sein. Und auf euch werden sie folgen, all die anderen Wesen. Doch, Rubin, du bist anders. Viel hast du mich gelehrt. Treue und Gnade konntest du mir zeigen, dort, wo ich selber sie nicht mehr finden konnte. Du hast viel Hass erlitten, Schmerz und Trauer. Du spürtest schon oft den Hass aller Wesen. Deswegen denke ich, nein, ich weiß, dass du wahrlich verstehst, weshalb ich nun bin. Rubin, du bist nicht wie sie alle. Schließe dich mir an in meiner größten Mission. Du und Mira, ihr beide verdient es, verschont zu werden von der Endzeit, welche heute anbricht. Werdet der Grundstein einer neuen Welt, welche geboren wird. Helft mir in diesen letzten Tagen des Chaos. Es war wieder so viel, was alles auf einmal geschah. Doronamut wollte das Ende aller Lebewesen durch all den Hass und all das Leid. Sie alle seien unfähig, in Frieden zu leben, und mich sah er als den, der ihn verstehen würde. Und der Wolf im Wald, was mit Jason alles geschah. Der Jäger, Era, Arkadios, beinahe die gesamte Kolonie der Menschen. Doronamut sagte, er wüsste, dass ich ihn verstand. Und er hatte recht. So viel hatte ich erlitten. So viel getan, um mit Undank belohnt zu werden. Für eine Harmonie gekämpft, die die Wesen nicht einmal wollten. All diese Gedanken in Verbindung mit den Worten des Gottes erfüllten mich mit Zorn. Zorn, heißer als die Flammen der Sonne. Beinahe glaubte ich, mich selber zu verlieren in der endlosen Hitze. Es war wie damals, als ich auf den Jäger traf und sein Leben beendete. Ich war eine Kampfmaschine, Blut klebte an meinen Krallen. Alles durch die Menschen, welche ich vor 100 Jahren traf. Nur eine Sache war dieses Mal anders als bei der Begegnung mit dem Jäger. Mein Wille war stärker.
als jemals zuvor. Nach allem, was geschehen war. Dieses Mal konnte ich für mich selber sprechen und handeln. Nicht als willenloser Kämpfer. So viel Blut wurde vergossen, ohne jeglichen erfindlichen Grund. So viel Schmerz gibt es in der Welt. Durch Taten, die niemand rechtfertigen kann. So viel habe ich gelitten, in beiden meiner Leben. Ich wusste, du bist der, dem ich wahrlich vertrauen darf, Rubin. Schon damals. Ich ließ ihn nicht zu Wort kommen, als der Zorn aus mir herausbrodelte. So viel habe ich durchgemacht, um heute hier zu stehen. Weil ich all die Zeit Hoffnung hatte. Hoffnung, dass Mensch und Tier Frieden schließen könnten. Im Glauben, dass niemand sterben müsste. Auch meine Partnerin schien erschrocken von meinen Worten. Rubin, was redest du da? Du kannst doch nicht. Du hast all dies gesehen und erlebt, Rondo. Um heute hier zu stehen und zu denken, mein Wille wäre schwach. Ich wäre so feige wie du selber. Ich habe all die Jahre gekämpft. All dies getan, weil ich wusste, dass es diesen Hass gibt. Doch ich hatte Hoffnung, dass sich dies ändern könnte. Ich habe all die Wesen niemals aufgegeben und nun stehst du hier als Wächter allen Lebens und gibst all die Wesen auf, welche du seit Jahrtausenden begleitest. Niemals werde ich so schwach sein wie du in diesen Momenten. Niemals werde ich aufgeben, für den Frieden zu kämpfen. Alle um mich herum verstummten. Ich spürte Mira, die sich an meine Seite drückte. Sie war, wie all meine Begleiter, froh, dass ich diese Worte gesprochen hatte. Mich nicht gegen sie alle entschieden hatte. Dorunamut hingegen wirkte schockiert. Trotz allem, was du verspüren musstest, all dem Elend, all dem Schmerz, hast du wahrlich noch Hoffnung in diese Wesen? Was ist es, das dich antreibt? Ist es Mut? Ist es Hoffnung? Oder ist es schlichte Sturheit? Doch egal, welches es nun ist, ich hatte mich seit langem vor dieser Entscheidung gefürchtet. Ich betete, dass du richtig wählen würdest, um euer beider Willen. Doch ich sehe, meine Gebete blieben unerhört. Wenn ich keine andere Wahl habe, so werde ich auch euch entfernen von der Oberfläche meines Planeten. Keinen großen Kampf würde es mehr geben, das hatte Rondo am Fuße des Berges gesagt. Ob er uns täuschen wollte oder wahrlich nicht damit rechnete, dass wir uns wehrten, das wusste ich nicht. Doch trotz meiner Wunden war ich wild entschlossen. Und ich blickte zu der Gruppe, die ich all die Zeit führte. Team, hört mich an. Wir alle haben eine große Reise bestritten, jeder mit anderen Motiven, aber alle mit einem Ziel. Auch wenn wir uns alle nie gut verstanden haben, nie wirklich ein Team waren. In diesen Minuten verbinden uns zum ersten Mal Ziele und Motive. Lasst uns wahrlich ein Team sein, in dieser letzten Schlacht. Lasst uns gemeinsam kämpfen für unsere Zukunft. Egal welches Element, egal welche Spezies. Wir stehen jetzt alle zusammen, in unserer letzten Schlacht. Also, wer ist dabei? Wie soll ich Showmaster werden, wenn wir alle verschwinden? Natürlich kämpfe ich. Mein Leben ist mir wichtig, trotz allem, was hier passiert. Einmal stehe ich auf eurer Seite. Das ist nicht der Rondo, den ich aus Geschichten kenne. Jeder hat ein Recht zu leben. Ich habe zu viel erlebt, um heute alles enden zu lassen. Viele Generationen sollen diese Welt noch erleben. Rondo war für mich ein Freund, weil er ein Freund der Tiere war. So etwas wie das, was er nun will, kann ich nicht unterstützen. Auf mich kannst du sowieso zählen. Und auf mich sowieso. Rubin, lass uns diese Schlacht gewinnen. Für unsere gemeinsame Zukunft.
Für die Zukunft aller Lebewesen. Für die Wesen unseres Planeten.